Ja, moin. Mit einer Tasse Kaffee. Wollen wir mal schauen, hier wollen wir wieder eine Runde Max Payne weiterspielen, wo? Ist doch eben. Oh. Ein bisschen zu laut, ehrlich gesagt. Ich hoffe, ich kann hier das machen mit Tab switchen und so, aber. Sollte eigentlich gehen, ohne dass das verreckt hier, ne? Ja, kann man mit leben. Passt. Ich musste eben echt erstmal gucken, ob ich wirklich hier aufgehört hatte. Aber ja. Kam dann hier hoch und ja. Mal gucken, was jetzt hier los ist. Okay, es geht nur in diese Tür da rein. Dann schauen wir doch mal, was da jetzt los ist. Solche Säcke, ey. Okay, da ist in dem Raum einer hinüber schon. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter, ne? Die Bude ist zu. So, ich glaube, er hat da Munition vor uns liegen gelassen, ne? Ja, die nehmen wir doch mit. Ziemlich erledigt, ja? Wollen wir da Painkiller reinschieben? Der Monitor zeigte mir den Weg. Jo, hier gibt's ja wieder einen Haufen Zeug, ne? Jo. Hier pausiere ich aber mal kurz. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Auch ein Let's Player muss mal auf Toilette, ne? Hier passieren doch bestimmt gleich böse Dinge, ne? Prozessdiagramme füllten die Bildschirme des Kontrollraums. Alle, bis auf einen. Ein Aufzug mit dem Namen D6 auf einem der Bildschirme, irgendwo voraus. Mhm. Tor auf. Oh shit. Ja, liegt da ein bisschen ungünstig aus. Geht die Tür mal wieder auf, wa? Unten. Da hinten. Okay. So. Weg ist er. Das Zeug. Du, also kann ich nur runter. Okay. Will ich da wirklich runter? Muss wohl, ne? Okay, hier wäre die Möglichkeit, sich zu verstecken. Gehen wir davon aus, dass die Tür hier zu ist, ne? Ah. Okay. Was macht der Schalter hier? Jo. Der hat da mal eben das Tor ein bisschen angeknackst, ne? Alter. Bestätigt. Zielsteuerung zerstört. Wiederhole. Hochsteuerung zerstört.
Ja, komm, erledige mich. Das ist schon okay. Dann mal ein bisschen mit Granaten spielen. Uah. So, komme ich hier nämlich besser durch, ne? Bisschen taktischer. Ich immer meine ganzen Painkiller verqualmen hier. Steuerung zerstören. Wiederhole. Steuerung zerstören. What the fuck? Alter. Es geht mit Explosionen definitiv weiter hier. Die Hütte ist zu. So, wir gucken hier. Irgendwie geht's ja wohl hier lang, aber auch nur eher unschön. Hardcore hier. Da jetzt einfach so reinspringe, werde ich verrecken, ne? Ja, war ja klar. Okay. Später? Oh, das geht. Ein bisschen Flammen kann er wohl ab. Aber das kann er nicht ab. Aufsammeln von Munition, weil die liegt ungünstig. Okay. Wie komme ich da jetzt ran? Gar nicht. Okay. Akzeptiert. Oh, da ist wieder was an den Wänden. Bin hier ordentlich am Schmelzen, ey. Okay, das haben wir wohl erstmal überstanden. Das war offensichtlich, ne? Alter Schwede, was hier los ist. Alles Glück und Reaktionszeit hier, wa? Oh, den hätte ich schön hochjagen können. Habe ich aber nicht. Okay. Die Tür ist zu. Oh, bin ich mal von ausgegangen einfach, ne? So, dann kam von hier einer, ne? Wow. Gib mal Ruhe da hinten. Danke. What? Ach, das war ich selber jetzt gerade im Rücken oder was? Oh, ey. Okay, was machen wir denn hiermit? Ah, jetzt komme ich an die Muni da ran. Okay. Da leger. Einfach mal aus Spaß, ne? Boom. Okay. Gehen wir davon aus, dass ich es später brauche. Zumindest die Munition. Okay. Dann. Damn.
Na komm, ey. Hier, Freunde, hier bin ich. Shotgun ist da keine gute Idee. So, jetzt bin ich wieder hier unten irgendwie. Muss ich aber bestimmt wieder so doof über den Rand laufen wahrscheinlich, ne? Hier komme ich doch sicherlich wieder nicht rüber. Pep. Oh, das war klar. Wahrscheinlich muss ich hier hoch und dann kann ich hier über die Kante wieder laufen, ne? So was. Ja. Hütte ist zu, also geht's da durchs Tor. Okay. Moin. Klappe zu, Affe tot. Oh, da ist der Fahrstuhl. Und nun? Was geht denn hier jetzt ab? Da kommt jetzt wer raus, ne? Wahrscheinlich, weil das Tor ist nicht mehr. Das Tor kann ich nicht mehr öffnen. Okay, das war ja noch halbwegs easy. Ich kann nicht mehr zurück, ne? Ich komme nicht mal in den Schalter ran. Okay. Alles klar. Gut, Gamma. Schöne Kugel durch die Tür da. Ah, okay. Ich spielte den Part des berühmten Detektivs Bogart als Marlowe oder als Sam Spade auf der Suche nach dem Malteserfalken. Kein Geheimnis war vor mir sicher. Ich folgte dem Pfad der Hinweise bis hin zur endgültigen Lösung, selbst wenn er mich tief hinunter in die kalten Katakomben eines Grabes führen sollte. Das können Sie nicht tun! Meine Männer sind noch da drin! Jetzt, wieso das hier Operation Dead Eyes heißt? Wie viele Kugeln wollt ihr noch in den reindrücken? Los geht's. Da spritzt du noch ein bisschen was. Miese Scheiße. Achtung an alle Mitarbeiter. Die Selbstzerstörungssequenz wurde aktiviert. Evakuieren Sie den... Wir haben Besuch! Ich wiederhole. Die Selbstzerstörungssequenz... Okay. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge weiter. Ich erinnere mich irgendwie noch ganz müde dran. Das war nicht so eine schöne Mission, aber manchmal macht es auch einfach nur die Atmosphäre und man muss es halt einfach mal trotzdem spielen, ne? Und jo, bis dann, ne?